Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren oben auf den Tribünen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir alle profitieren vom freien Handel mit Waren und Dienstleistungen. Und ja, unsere Weltwirtschaft ist immer enger miteinander verflochten. Der Freihandel gerät aber neuerdings von links und rechts immer stärker unter Bedrängnis und unter Druck. Und ich bin ja froh, dass alle Parteien dem eben schon zugestimmt haben, auch noch mal ganz klar sagen, dass die Freien Demokraten sich vollumfänglich für freien Welthandel aussprechen. Aber ich sage auch eins ganz ausdrücklich, und zwar gehören zu freiem Welthandel auch faire Spielregeln. Und zu fairen Spielregeln gehört zum Beispiel Investitionsschutz für Unternehmen. Ja, so ist das schon, weil für freie Demokraten bedeutet nämlich der Investitionsschutz auch Schutz von Eigentum. Und der ist uns sehr, sehr wichtig. Ja, ich rede ja auch von Eigentum. Haben Sie kein Eigentum als Arbeitnehmer zum Beispiel? Ja, aber gut. Weltweit gilt, Länder, in denen Eigentum geschützt wird, sind wirtschaftlich immer erfolgreicher. Das ist zu belegen. Und wir können die Bewohnern in dem Moment auch bessere Lebensbedingungen bieten. So ist das. Die heute hier vorliegenden Anträge zeigen mir wieder deutlich, wie grundsätzlich die unterschiedliche Haltung zwischen Linken, Grünen und den Freien Demokraten hier sind. Weil das Verständnis, was uns trennt, ist, dass für Sie Staaten gleich gut und Investoren gleich gefährlich sind. Und die gefühlte Wahrheit, liebe Grünen und liebe Linken, helfen uns hier aber nicht bei der Ausgestaltung von fairen Spielregeln. Sie sind eher populistisch. Und von den Linken, muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich auch eigentlich nichts anderes erwartet. Aber von Ihnen, liebe Grünen, Sie wollen doch regieren. Es beruhigt mich aber schon ein Stück weit, dass Sie, wenn Sie Regierungsverantwortung annehmen, dann hat das ja auch immer noch zu vernünftigen Entscheidungen geführt. Weil ich kann mich daran erinnern, in der rot-grünen Bundesregierung von 1998 bis 2005 haben Sie ja immerhin auch 23 bilaterale Abkommen mit Schiedsgerichtsklauseln mit unterzeichnet. Und klar können sich auch politische Positionen ändern, aber Politik ist auch dazu da, Planbarkeit herzustellen und verpflichtet zur Verlässlichkeit. Und die Unternehmen und die Menschen, die in diesem Land den Wohlstand erwirtschaften, die rechnen im wahrsten Sinne des Wortes damit. Und da bedarf es doch nicht der simplen Ideologie, sondern hier muss einfach Sachverstand eingesetzt werden. Und Sie unterschlagen leider auch in Ihren Anträgen, in anderen Staaten herrscht nicht die Art von Rechtsstaatlichkeit und Gerichtsbarkeit, die wir hier in Deutschland kennen. Diese Abkommen schützen deutsche Unternehmen und sie schützen auch vor staatlicher Willkür. Und gerade mittelständige Unternehmen eröffnen die Schiedsgerichtsbarkeit einen einfachen und kostengünstigen Zugang. Sie sprechen hier von Schiedstribunalen und Konzernschiedsgerichten. Das Wording verrät mir hier bereits den Geist Ihrer Gedanken. Sie lehnen den heutigen Investitionsschutz ab. Und wir sind aber der Ansicht, er schützt die Rechte von deutschen Unternehmen im Ausland. Hier geht es einzig und allein um Rechtssicherheit. Ich weiß, Sie sehen das ein bisschen anders. Sie wollen am liebsten sofort raus aus allen bestehenden Verträgen. Aber Sie legen, und das hat der Herr Töns ja eben auch schön gesagt, Sie legen die Maßstäbe ja so hoch an, dass bei mir der Eindruck erweckt wird, dass Sie Freihandelsabkommen mit Investitionsschutz ja eigentlich überhaupt nicht wollen. Und deswegen legen Sie die Messlatte so hoch, dass alle nur noch unten drunter durchlaufen können. Und auch die Äußerungen von Ihrem Fraktionschef Toni Hofreiter gehen ja genau in die gleiche Richtung, wenn er sagt, die EU dürfe künftig nur noch Handelsabkommen abschließen, in denen die Nichteinhaltung der Klimaschutzziele gekoppelt ist an Sanktionen. Sie, liebe Grünen, wollen Freihandel nur, wenn er in Ketten gelegt ist. Seien Sie doch... Hier geht es um Investitionsschutz schlicht und ergreifend. Ja, genau. Seien Sie doch dann auch einmal so ehrlich und sagen Sie den Leuten da draußen, wenn es keinen Freihandel gibt, dann gibt es auch keine Arbeitsplätze, die gehen nämlich dann verloren. Der Wohlstand bleibt auf der Strecke und damit gibt es erst recht kein Geld für Ihren Klimaschutz, der uns allerdings allen wichtig ist. Ja. Können Sie denn sicherstellen, dass mit den Maximalanforderungen, die Sie hier ansetzen, die Sie den anderen Ländern abverlangen, überhaupt noch Freihandelsabkommen zustande bekommen? Das ist doch im Prinzip eine Verhinderungstaktik, und ich finde das anmaßend, meine Damen und Herren.
Aber ich begrüße es ausdrücklich, dass Sie nun in Ihrem vorgelegten Antrag einen multilateralen Investitionsgerichtshof unterstützen, weil das ist ja auch unser Ziel. Aber ich frage mich natürlich auch, wie irgendein Land den von Ihnen angedachten grünen Gerichtshof anerkennen soll. Die Standards, haben wir ja gerade schon gesagt, die Sie anlegen, verhindern meines Erachtens ein komplettes Zustandekommen. Und machen wir uns nichts vor, der MIC wird noch 10 Jahre dauern, bis er überhaupt funktionsfähig ist. Und dann müssen wir uns doch die Frage stellen, was machen wir denn in der Zwischenzeit? Wollen wir jetzt alles aufgeben? Wollen wir die Unternehmen hier ins kalte Wasser schmeißen? Es muss doch irgendwo... Ja, wir können ja nicht ignorieren. Ja, Sie würden natürlich alle am liebsten in die Wüste treiben, das ist mir schon klar. Nur dann müssen Sie sich mal überlegen, wo die Leute demnächst dann ihre Arbeit finden. Ne? Ja, wir reden nicht, das ist ja Ihr Problem. Sie reden ja hier immer nur von Konzernen. Ich rede hier von mittelständigen Unternehmen. Ja? Also bitte. Also ignorieren wir hier mal, was ja bereits an vielen oder im Moment ja an vielen Verbesserungen bereits geschehen ist, darf man hier nicht ignorieren. Und zwar schlagen wir ja auch noch mal in unserem Antrag vor, dass das System der Abkommen besser werden muss. Das heißt, die Investitionsschutzabkommen müssen verbessert werden, was transparentere Verfahren angeht, die Möglichkeit von Revisionsentscheidungen. Die Richter müssen unabhängiger werden und wir brauchen natürlich auch die Möglichkeit der Einführung von Berufungsinstanzen. Aber ich sage es noch mal, wer Freihandel will, der darf es jetzt nicht nur bei Worten belassen. Arbeiten wir an einer Verbesserung und Weiterentwicklung der Schiedsgerichtsbarkeit, anstatt bewährte Systeme in Frage zu stellen. Damit geben wir den Unternehmen ein Zeichen, dass sie sich politisch nicht im Stich gelassen fühlen, sondern Investitionen planbar gestalten können und damit eben auch Arbeitsplätze sichern können. Auch wenn Sie es mir nicht glauben, ich wünsche Ihnen alle frohe und gesegnete Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich auf die Debatten im nächsten Jahr mit Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Weser. Ich weiß nicht, warum wir Ihnen das nicht glauben sollen. Ich glaube Ihnen das. Dankeschön. Nächster Redner für Die Linke, Pascal Meiser.